Samsung SDS Europe Limited, das IT- und Logistikunternehmen der Samsung-Gruppe, will zukünftig die deutschlandweite Distribution für Hanok-Reifen von Magdeburg aus übernehmen. Dieses Investment aus Südkorea gab der Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper im Rahmen eines Empfangs des südkoreanischen Botschafters Dr. Jung Bumgo bekannt. Die Logistikzentrale entsteht im Industrie- und Logistikzentrum Magdeburg-Rothensee ILC. Baubeginn für die 40.000 Quadratmeter große Logistikhalle soll noch in diesem Jahr sein. Bis Sommer 2021 soll das Logistikzentrum fertiggestellt sein. Dem Unternehmen zufolge soll bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen. Bemerkenswert ist der Umschlag der Reifen. Der Wareneingang erfolgt über 8040 Fuß-Container jährlich vom Hamburger Hafen per Wasser oder Schiene zum Umschlagsplatz im Magdeburger Hafen bis ins Lager nach Rothensee. Für die Ansiedlung in Magdeburg sprachen die hervorragende Hinterlandanbindung zum Hamburger Hafen über die Elbe sowie das große Entwicklungspotenzial in der Wachstumsregion Magdeburg. Dazu sagt die Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger: Mit Samsung und Han Cook kommen zwei weitere Global Player nach Magdeburg. In den letzten beiden Jahren konnte das Wirtschaftsdezernat viele namhafte Investoren gewinnen. Allein im Industrie- und Logistikzentrum haben sich 7 Unternehmen neu angesiedelt, unter anderem Rewe Logistik, dessen Baustart unmittelbar bevorstehe.